Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Der Weg durch die Mine führt uns offenbar zu diesen alten Ruinen. Da wollten wir auch hin. Und das sind sie hier, so wie das aussieht, weil auf jeden Fall sind es Ruinen. Ja, Aber dass sie so das uralten sieht Ruinen sind. sehr nach Ruinen aus. Aber es ist ein richtig großer Komplex gewesen. Ja. Hier kommst du nicht Ja, weiter. ich wollte nur runtergucken. Das lassen sie nicht zu, weil die Angst haben, dass du dir den Hals brichst. Ja. Ist so nett hier. Ja, sehr fürsorglich. Oh, nicht mal hier kann ich Ja, ist hochklettern. gemein. Lassen einen nicht. Finally, here we are. These are the ruins that Lady Loreen spoke to us about. I'll drown myself with the morning tide if these buildings are of native construction. Explore the area. Something may give away the identity of the architects. Genau. Das Wir hatten werden, wir wir glauben auch vor. nicht, dass es die Eingeborenen waren. Die Eingeborenen selbst haben ja eigentlich darauf hingewiesen. Also das ist eigentlich, also ich meine, die wissen auch nicht, wer es war. Sie waren es wohl auch nicht. Sie wissen es auch nicht, denke ich Dämliche mal. Mistviecher. Aber hier ist ein Lager, was wir wohl errichten können, oder? Ja. Es ist ja gut, da fühlt man sich gleich irgendwie wohler. Ja. Muss man nicht den ganzen Weg durchs Bergwerk machen? Da hinten diese Tiere, die sind gar nicht so Ja, weit weg diese von uns. dämlichen Mistviecher, ja. Warum sind das Mistviecher? Weil es dämliche Mistviecher sind, die einen vergiften. Woher weißt du das? Haben wir die schon mal erlebt? Wir hatten doch schon ein paar von diesen blöden Viechern. Ach so, ja, die aussehen wie Ah, so Fledermäusige. Fledermaus-ähnliche Tiere. Waren die auch so groß? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die so Waren die groß gewesen sind. kleiner? Man, hier heißen Bin die ja Tiere mal alle im Biest. Bestiarium gucken. Aber im Moment würde ich da eher nicht weggucken. Poison on my blade. Then let's go! Ja, let's go. Oh, das sieht aber Die sind nicht besonders stabil. Wir sind eigentlich ziemlich zarte Tiere im Ich glaube, Grunde. wir hatten da schon mal größere. Von der Sorte aber noch nicht. Ja, gucken wir mal. Täusch mich vielleicht mal. Was willst du denn gucken? Im Bestiarium wollte ich Ach, gibt's gucken. sowas? Ich dachte, die Tiere heißen Braunes hier alle nur Ulk. Biest. Ach, das heißt braunes Ulk. Oh, Und da tatsächlich. gibt es ein schwarzes Schwarzes Ulk. Ulk. Ach so, wenn man die Sachen aufgreift, Ein dann haben die Weileck. keinen Namen mehr. Dann ist es nur noch Biest. Ein Ja. Teil von einem Biest. Verstehe. Ja. Ein So. Alpha-Ulk. Und dann gibt es die Andrik und Dandrik. Das sind die hier. Oh ja. Die Büffel. Ein uraltes Dandrik. Und das sind die Das sind die Dosantats. Dosantats. Ja, Speichel ist giftig. Oh. Aha, typische. Ach, siehst du, ich bin immer hinterhergelaufen, aber der hat sich nicht Tetra. angucken lassen. Tetra heißt er. Er läuft lieber, als Ja, dass er fliegen besser wäre würde. es, er könnte fliegen. Dann hätte er vielleicht eine Chance, einigermaßen zu überleben. Ja, gut. Wissen wir Bescheid. Galle. Die spucken Gift und Galle. Da sind Na, ja wieder welche. Ich sehe so ein paar wo? Flügel schlagen. Links. Da sind wir doch gerade hergekommen, oder nicht? Wohl nicht, ja? Nee, nee. Wir sind hierher gekommen, wo wir jetzt sind. Oder? Ja, klar, da ist das Lager. Da sind wir hergekommen, wir Ja, sind vom Lager gekommen. Wir wir sind hier sind vom umringt Lager von gekommen. bösartigen Tieren. Ja. Wie Die können meinen die halt. nur? Die Krone der Schöpfung kommt, die sollen sich von dann schleichen. Och, Ma, die auch ein noch. Ulk. Och, solange er uns in Ruhe lässt, aber ich will da reingucken, Mensch. So sind wir Menschen.
Ja. Wenn wir die, wenn man uns das nicht ermöglicht, dann sind das unsere Feinde und dann müssen die Tiere sterben. Genau, weg mit denen. Stören doch nur. Tja. Meinst du, am Ende des Spiels gibt es kein Tier mehr? Nö, die haben wir dann alle ausgerottet. So wie die Weißen, die Büffel abgeschlachtet haben im sogenannten Wilden Westen, um den Indianern die Nahrungsgrundlagen und ihr, naja, es war ja eigentlich abhängig von den Büffeln, die Art und Weise, wie sie gelebt haben. Tja. Um ihnen das einfach unmöglich zu machen. Nee. Was so, da sind die anderen. Die Gegend ist aber verseucht hier. Warum das heißt, verseucht, die sind hier und wir sind die Eindringlinge. Nee, nee, nee. Wir müssen sie eigentlich. Eigentlich müssten wir vorsichtig mit ihnen umgehen. Move away! Things are about to get dicey! Er sagt nicht a bit dicey, er sagt I'm going to be dicey. Ja. Ja, danke, dass du uns daran erinnert hast. Nicht mehr nötig. Aber unsere Freundin ist hoffnungslos in der Beziehung. Guck mal, ein unversehrtes Herz war das. Ja. Jetzt müsstest du wirklich ein schlechtes Gewissen haben. Ja, eigentlich. Wir kommen hier überhaupt nicht mehr vom Fleck. Du musst ja nicht immer auf sie zulaufen. Ich guck mir doch hier nur alles an. Ich muss das doch erforschen. Ist doch mein Auftrag. Das sagen sie immer. Ich gehe jetzt mal wieder an der rechten Wand entlang. Sonst blicke ich es hier gar nicht mehr. Aha. Mann, überall Treppen und die lassen mich nicht hoch. Was ist das? Das werden wir uns angucken. Ein alter, rostiger Schlüssel, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Da stand was mit Petrus, hast du gesehen? Irgendwas stand da. Guck doch mal in das Dingsbuch. Begib dich zum Dorf Folgen steht hier. Mann, das ist doch nur... Ja, und immer hier wieder. Ist auch noch auf der, über die Weltkarte. Ist sogar nicht mal auf dieser Karte. Das ist sowas Gemeines. Warum lässt du dich immer davon beeindrucken? Ja, weil das ich für mich irgendwie doch, ungewöhnlich dass das, ist. Dass das nur angezeigt wird in dieser Richtung. Das würde ich bis zum Ende des Spiels, werde ich das nicht verstehen. Da lassen sie uns nicht rein. Tja, hier kann man vielleicht hochlaufen. Mann, die sind so gemein. Sieht aus wie eine Treppe fast. Nirgendwo lassen die uns rein. Tja. Dann müssen wir hier rumlaufen. Und hier sind wahrscheinlich die nächsten bösen Tier. Jetzt sind wir wieder bei unserem eigentlichen Auftrag gelandet. Gut. Nein, hier lassen sie uns auch nicht. Durchsuche die Ruinen, steht hier. Ja. Ich versuch's ja, aber überall, wo ich hin will, werde ich aufgehalten. Na, vielleicht kannst du irgendwie hochklettern oder so. Nein, ich kann nur hochklettern, wenn da ein A für hochklettern kommt. Ach so. Na ja, dann. Ja, die hat so eine komische Kletterfähigkeit, die kann sie nur... Ja, guck mal, da könnte zum Beispiel... Könnte man nicht da hochklettern? Nee. Tja, geht nicht. Die kann nicht mal hier reinlaufen. Och nee, nicht schon wieder diese dämlichen Flatterviecher. Naja, die leben wahrscheinlich ganz gerne in diesen Ruinen. Da ja, fühlen sie sich sieht sicher. Fast so aus. Dummerweise haben sie nicht mit uns gerechnet. Gib doch weg, Mensch. Hä? Ja. Man müsste treffen weit weg, können. Ja? Da sollte man vielleicht etwas näher rangehen. Du hast keine Magie mehr. Ich habe keine Magie mehr. Was getrunken. Ja, jetzt haben wir sie endlich gekillt, diese bösartigen Viecher, die unseren Lebensraum besetzt haben. Ja, ich hoffe, das waren die letzten. Ich hoffe auch, dass sie jetzt endlich ausgerottet sind. Oh, das Vieh ist ja noch gar nicht kaputt.
Tja, es hat sich nur totgestellt, es hat ihm aber nichts genutzt. Hat sich einfach totgestellt? Sehr merkwürdig. Ich werde den Eindruck nicht los, dass ich hier im Kreis laufe. Ja, das würde mich nicht wundern. Vielleicht musst du doch hier irgendwo hochklettern. Ja, könnte voll. Du hast das A übersehen. Ah. Oh, hallo, wer bist du denn? Du bist schön groß. Vielleicht schaffst du diese Frechlinge hier. Zeig sie mal, was eine Hake ist. Der sieht aber ganz unfreundlich aus. Du musst dir jetzt nicht hingehen und mit dem kämpfen. Ich glaube, ich will auf die Karte. Hier. Aber wir müssen dahin. Wir müssen dahin. Das ist immer das Gleiche. Wir müssen einmal dahin und einmal dahin. Dann heben wir uns den auf. Genau. Den Dicken. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Und finden dann den anderen. Aber egal. Aber auch. Wie kann man nur so eine positive Einstellung haben? Ja. Nein, ich bin nur, wie soll ich sagen, ich blicke voraus. Vorausschauen im anderen. Irgendwo hier, aber da müssen wir wohl eher oben irgendwie rum. Bist auch dann hier ein Ziel ist das angekommen. Ziel. Hä? Gucken wir mal auf die Karte. Nein, du musst ja irgendwie dahin. Das Ziel, was du dir angesetzt hast, hast du wahrscheinlich erreicht. Nach Westen und dann nach Süden. Aber hier oben nach Westen gibt es hier musst du da wirklich klettern. Hier rüber. Vielleicht gibt es irgendwo ein Ding, wo A steht, dass du da hochklettern kannst. Oder? Ich glaube, ich bin zu weit nördlich. Ja, das ist der Nordsack. Kennst du den Nordsack? Den hast du gerade erreicht. Ja. Kannst du hier hoch, hier rüberlaufen, über die Balken? Nee. Nein, kann ich nicht. Gut. Ach, sind die gemein. Hier kann ich den Balken hochlaufen, ja. Und dann ist. Aber die Treppe kommt schon nicht hoch. Nein, die Treppe habe ich schon versucht. Ja, das ging nicht. Aber hier ist ein Lager. Ja, und das? Unser Lager ist hier, ja. Ja, das wollen wir aber nicht. Da muss es da oben irgendwo nach links. Ja, vielleicht musst du ganz nach Norden und dann rumgehen. Und dann links gehen. Hier war ich doch schon. Hier geht's nicht nach links rum. Da komme ich nicht durch. Jetzt läuft sie vor lauter Wut gegen die Wände, ja? Hier irgendwas, irgendwo? Nee, das ist nur ein Schutthaufen. Rudi Ratlos, kennst du den? Guck mal, da haben wir noch einen vergessen zu plündern. Sieht auch noch alles so gleich aus. Hier sehe ich nichts. Hier auch nicht. Jetzt sind wir wieder hier unten. Gehen wir hier links rum. Da geht es sowieso nicht weiter. Hier waren wir schon ein paar Mal übrigens. Ja, ich weiß. Ich sage aber jetzt nichts mehr dazu. Ist ja wohl klar, dass du irgendwo hingehen musst, wo du vorher irgendwas übersehen hast. Aber es hat keinen Sinn, immer wieder im Kreis rumzulaufen. Ja, solange die Markierung da ist, gehe ich davon aus, dass ich was übersehen habe. Davon kannst du ja ausgehen.
mich doch nirgendwo rein hier. Da, die Treppe von. Aber ich glaube, du musst eigentlich wahrscheinlich jede Lücke untersuchen. Jedes Ding untersuchen. Jedes. Ja. Jeden Zentimeter. Ja. Und wenn es sein muss, sogar jeden Millimeter. Weiter geht's hier nicht. Und da sind wir wieder bei dem Dicken. Ja, aber. Was soll ich dazu sagen? Ja, das ist der andere Marker. Das hier ist der andere Marker. Ja. Aber nützt mir ja nichts. Kann ich durchs Fenster rausgucken. Aber mehr sehe ich nicht. Wie sieht es auf der Karte aus? Wo stehst du jetzt auf der Karte genau? Da. Na ja, das ist nicht der andere Marker. Und ich gucke genau in die Richtung. Du guckst zwar in die Richtung, aber du bist nicht bei dem Marker. Ja, aber der zeigt dir auch mit seiner Lupe nur, dass hier ein Suchkreis ist. Ja. Da ist eine Kiste. Da ist eine Truhe. Ja, Mann. Die sollst du finden. Wir haben was in Schlüssel. Der Schlüssel passt. Haben wir das wundert mich jetzt aber unglaublich. Ein uraltes Siegel. Trägt das Wappen der Kongregation. Ja. This seal. I know the insignia. Even if it has become more detailed in recent decades. It's hard to believe my eyes. What nation does it belong to? This is the ancient coat of arms of Serene. It's a congregation seal. Let's continue to dig. I need to know more. I need to understand. Tja, dann bleibt uns nur der dicke Freund da hinten. Naja, ist einzunehmen, was wir jetzt dahin müssen. Wir werden mal so einen dicken Freund umbringen müssen. Das finde ich gar nicht. Ich hab aber Schiss. Ach, mir tut es eigentlich eher leid. Na, hoffentlich um mich. Ja, ich habe eigentlich wirklich keinen so richtigen. Also so Mitleid eigentlich nicht. Wo war denn der nochmal? Da ja. Ja, in der ziemlich Richtung nah. Weiter und du musst nur fliegen können, dann kannst du halten. Einfach schnell drüber. Warum kann man eigentlich nicht fliegen? Ich finde Fliegen toll. Ja. Na ist er. Vielleicht kann man auf ihn zulaufen und gut Freund sagen. Und er versteht uns vielleicht sogar. Der sieht irgendwie nicht so richtig danach aus. Er sieht aber auch nicht so aus, als ob er eigentlich aggressiv wäre. Er sieht so aus wie jemand, der meint, das ist mein Platz und bitte hau ab. Er sieht aber auch nicht aus, als ob er nicht austeilen könnte. Ich glaube, er mag dich nicht. Nee. Vielleicht solltest du mal. Das war bestimmt kein. Das kannst du deinen Freunden vielleicht helfen. Gruß. Oh, der hat. Halt, aufpassen! Du musst auch. Au. Hä? Der ist. Der kommt da wieder der raus. Der kann sich einbuddeln. Hilfe! Der buddelt sich einfach ein. Ja, natürlich. Weg hier. They're going to be. Nein, pass auf dich auf. Nein, und du musst auch Magie nehmen. Schluck was. Ja, bin schon dabei. Dauert immer ein bisschen. Ja, ja. Move away. Things are about to get dicey. Mann, hat der Ball. Wollen nicht away move. Jetzt sind wir schon mal dabei. Jetzt bin wir noch. Ja, ich bin ja, schon dabei. Der hat seine Augen überall. Der Typ. Ja, move away. Aber er sieht irgendwie ganz. Hey, hey. Du musst trinken, eine Potion. Wie wär's damit? Du wirst doch nicht im letzten Augenblick noch sterben. Nee. Kriegt ja schon. War noch nicht ganz.
Oh, da war wirklich ganz schön. Oh, das war ein dicker Brocken, ja? Ja, Freunde, das habt ihr gut gemacht. Ja, man, irgendwo der ist ja hat schade. Die Kuh da hinten bewacht. Das haben wir denn nicht mal richtig kennengelernt. Nee. Mal gucken. Perlenstück von einem Prinzen der Meere. Ein Nadaik. Wow. Aha. Kann man nur verkaufen. Ja. Tja. So, was meintest du, wovon er uns wegführen wollte? Da ist er. Der hat diese Truhe bewacht, würde ich vermuten. Ja, das sieht so aus. Ein Yatagan. Aha. Einzigartiges Gold. Ja. 298 Schaden, 14 Rüstungsschaden. Sehr gut. 100% Betäubung, 8% mehr Angriffskosten, also 25 und 8. Ja. 25, 8 mehr wie ich habe. Okay. Brauchst Beweglichkeit 2. Kann das einer von uns tragen? Vielleicht Vasco? Vasco hat ja Einhandwaffen. Könnte man gucken. Vasco, zeig dich mal. Wie siehst du denn aus? Vasco, lass dich angucken. Du hast einen Skorpionstachel. Ja, er hat Einhandklingenwaffen, Beweglichkeit 2. 3% weniger Zornerzeugung. Aber 15% verliert er. Und Angriffskosten Zorn 8, allerdings höher, das soll nicht in dem. Ja, negativ. Ja, die Angriffskosten, er hat 33 und damit sinken sie auf 25. Denke ich mal nochmal nach. Ja, ich würde auch sagen, wir behalten es erstmal, lassen es erstmal so, wie es ist. Ja. Also, wir wollten auch, man kann hier auch eine Beziehung eingehen mit jemandem. Ja. Wir wurden dann bei Gelegenheit, weil wir haben uns überlegt, dass wir Kurt annehmen eigentlich, ne? Ja. Und jetzt kann ich das Schild des Erleuchteten anlegen. Ja. Jawohl, danke schön. Gefällt mir gut. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Hätte ich ja gleich hingucken können. So, wir sind hier. Da ist auch noch was. Was ist da? Da unten? Das Ausrufe. Da sind wir da jetzt gerade? Da sind wir. Da ist noch was. Also muss da irgendwas sein. Ja. Ja. Noch mehr. Also, gucken wir uns hier nochmal um. Ja. Da kamen wir ja vorhin nicht hin. Da stand der Dicke davor. Genau. Hier suchen wir. Da hinten ist noch eine Truhe. Ja. Altes und beinahe unleserliches Tagebuch. So, gut, ich lese mal vor. Es wird immer schwieriger, unsere Position auf der Insel zu halten. Trotz unserer Bemühungen und der vielen Schlachten, die wir gewonnen haben, verlieren wir immer mehr an Boden. Diese Wilden sind beeindruckende Gegner. Die Wurzeln scheinen ihnen zu gehorchen und gigantische Kreaturen, die wir noch nie zuvor gesehen haben, helfen ihnen. Die Kreaturen nähern sich und wir sind nicht in der Lage, ihnen entgegenzutreten. Die Lords bereiten sich bereits darauf vor, an Bord der Schiffe zu gehen, die den Norden in unserer Nähe stationiert haben. Wie ich erwartet habe, sagten sie, es gebe nicht genug Platz für alle. Wir werden hier sterben, totgetrampelt von gigantischen, wütenden Monstern. Verflucht seien die Prinzen und ihr Ehrgeiz. Aha. This journal confirms what we suspected. A continental nation had once attempted to colonize the island with the help of the Nords, and they were repulsed. From what I was able to decipher, few of them actually managed to escape. I should have known as soon as we discovered those ruins that we were not foreign to these lands. The major part of the journal has faded. I'm not able to make out the name of the author. I don't think we will learn anything else here. No possible doubt remains. All the clues point in the same direction.
The people from the sea who built these ruins and confronted the natives, they were us. And to think we helped you. I'm having trouble dealing with this, even if it does explain a lot. We're gonna have to keep this story under lock and key. The natives are not gonna swallow it easily without a long chew. This must be the reason they kept us in the dark. Constantine is going to be furious when he learns this. Ja. Allerdings. So, dann sind wir hier, glaube ich, wirklich fertig. Wir können ja mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass wir hier. Ah ja. Do you need something? Ja, du wolltest ja. Doch. Genau. Dann wollen wir das mal anleiern. Mhm. Ob er sich jemals einsam gefühlt hat? I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? Das finde ich gerade heraus, ja. Zustimmend antworten. Oder wie? Ich weiß nicht. Ja. And what if I said yes? Slow down, fair lady. You're far too noble to be making such offhand propositions to a boorish soldier like me. Anything else? So. Oh, geh mal wieder. Ja, würde ich auch sagen. I must leave you. War doch schon mal ein Anfang. Ja, ich bin auch ein ziemlich geradliniger. Ja. Gerade ganz Haus. Subtil. Aber wir haben halt auch nicht viel Zeit, ne? Ich meine. Ja. So. Ja. Sie sagte zwar, dass wir hier nichts mehr finden, aber man muss ja nicht alles glauben, oder? Ne. Da liegt noch der Dicke. Naja, aus. Nach wie vor können wir hier nicht so richtig runtergucken. Nicht berühmt. Da hinten kommen wir vermutlich nicht hin. Na, was war das? Gestolpert? Ja, da kommen wir nicht hin. Tja, aber das sieht aus, als müssten wir wieder durchs Bergwerk zurück. Ich meine, ich wollte mir sowieso das Bergwerk nochmal genauer angucken. Aber ich sehe hier nichts. Wir sind hier überall am Rand rumgelaufen. Da sind überall diese scharfen Kanten. Nee. Wir müssen wahrscheinlich genau da. Ja. So wieder zurücklaufen, wir können ja nicht springen von hier aus, oder? Reisen können wir ja nicht. Ja, aber da, wo wir hinwollen, können wir ja nicht hinreisen. Nein, da, wo wir hinwollen, müssen wir einen Weg finden. Und der Weg ist hier, geht nicht durch die Ruinen. So und ich will mir sowieso immer alles angucken. Was liegt denn hier noch? Na ja, hier, ist auch nicht unwichtig. Na. Professor Seraphedin. Notizen. Ja, nach dem sollen wir ja Ausschau halten. Ja, genau. Der Ausblick von diesen Ruinen ist wirklich atemberaubend. Habe ich nicht gesehen, da unten ist ja nur Dunst und Meer. Und es ist mir gelungen, eine dieser prächtigen Kreaturen zu beobachten. Ja, wir haben sie geschlachtet, die am Meeresufer lebt, ohne dass sie mich bemerkt hat. Die Schale dieses Nadai Glendemen scheint so stabil zu sein wie ein Krabbenpanzer. Und welch eine Überraschung war es, dass die Kreatur ungeachtet ihrer enormen Größe in der Lage war, sich in Sekundenschnelle im Boden zu verstecken und aus meinem Blickfeld zu verschwinden. Nur um weiter weg wieder aufzutauchen, haben wir ja auch festgestellt. Mhm. Wir können so viel von diesen edlen Kreaturen lernen. Es ist leicht zu verstehen, warum die Eingeborenen sie verehren. Wir sagen lieber nicht, dass wir einen von denen umgebracht haben. Nee, das erzählen wir nicht. Wenn wir uns nicht brüsten. Ich glaube nicht, dass sie das so toll finden. Ja. Weil da kannst du mal wieder sehen, wie viel ich übersehe. Lauf dreimal an den gleichen Stellen vorbei und dann stelle ich fest, dass ich das Wichtigste doch wieder nicht gesehen habe. Hier geht es wieder nicht weiter. Geht's hier weiter? Sieht so aus. Aber auch nicht weit. Am besten gehen wir zum Lager zurück, oder? Ich bin gerade am Lager vorbeigelaufen. Ach so.
Ja, und habe natürlich die Abzweigung wieder nicht gekriegt. Ja. Mann! Ich irre heute immer nur in der Gegend rum. Was ist los? Ja, so, also wieder, wenn hier die Gegensatz nach Süden. Richtung ist. Nach Süden bis zum Lager. Kann man denn nicht eigentlich? Das war ja, eher hier runter. Ha? Hier ist es doch. Hier ist das Lager. Ja, hier ist das Lager. Blindes Huhn, Mann. Also wirklich? So. Fährst du gleich nochmal vorbei? Ich meine, das ist ganz hübsch hier, aber es muss ja nicht die ganze Zeit über hier sein. Gut. Können wir von Lager aus irgendwo hinspringen? Nee, ne? Ich will doch ins Bergwerk, Mensch. Ja, machen wir das. Dahin, wo wir eigentlich hinwollen, können wir nicht. Nee, so, von hier aus nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg nehmen. Ja, und hier. Müssen wir die Treppen runter. Geht's. Also diesen. Runter, ja, den Treppenweg muss man erst mal finden. Jetzt habe ich ihn. Das war ja mein Problem. Den wollte ich ja finden. Ja, warum bist du dann immer am Lager vorbeigelaufen? Weil ich dachte, ich finde ihn. So, jetzt sind wir wieder drin. Ja, jetzt haben wir ganz viel Zeit mit Laufen verbracht. Und jetzt machen wir Schluss. Ja. Na gut. Okay, bis zum nächsten Mal dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.